Oh, so. Nach der letzten Folge mit einem sehr, sehr, sehr langen Kampf geht's jetzt weiter. So, wenn ich jetzt nicht noch um irgendeiner dummen Granate oder einer Sprengfalle sterbe, die es bis jetzt ja noch nicht gab, aber gibt's hier noch irgendwas zu plündern, nachdem ich hier so lange durchgekämpft habe, bis es ja nicht irgendwas gegeben, oder? Nee, scheinbar nicht. Kann ich so fünf... Ach doch, da unten links ist das Quicksave-Symbol. Ich dachte, das ist unten rechts, so wie im letzten Teil. Und ich habe einen Waffenschrank. Ah, nee, ne, im Vindikator. Bewaffnung ändern. Was ist denn das? Ist das ein besseres Sturmgewehr? Nee, ich möchte eigentlich gar keine Waffe haben. Ich möchte jetzt doch über das... Ich nehme mal halt wieder das Scharfschützengewehr mit. Auch wenn es mehr Gewicht ist. Finde ich das prinzipiell besser, ein Scharfschützengewehr zu haben. Weil das mit Sturmgewehr kann ich eh nicht. Weil entweder kämpfe ich aus großer Entfernung oder ich habe halt die Pistole als Alternativwaffe. Auf der 78%? Wie komme ich denn auf 78%? Achso, wegen dem Waffenmod hier. Na gut. Bestätigung. Die Windy-Kette, na gut, wir müssen das Scharfschützengewehr jetzt nicht gerade in die Hand nehmen, das scheint mir auch nicht so... Schrotflinten-Schredder-Mod, den können wir mitnehmen. Vielleicht finden wir ja nochmal einen Begleiter, der mit einer Schrotflinte was anfangen kann. Na? Oh, was haben wir da für einen Lustenstein? Die ist so gut wie tot. Ich frage mich, ob das alles mit Leutnant Quenko oder wie auch immer der Typ hieß, passiert wäre. Den wir alternativ gehabt hätten. Der Unbekannte. Die alte Potsau. Shepard. Der Unbekannte? Der Unbekannte. Faszinierende Spezies, die Proteaner. Sie haben uns das alles hinterlassen, aber wir haben die Chance nicht genutzt. Die Allianz weiß seit mehr als 30 Jahren von den Archiven. Und was hat sie damit gemacht? Was wollen Sie? Was ich immer wollte. Die Daten dieser Artefakte sind der Schlüssel zur Lösung des Reaper-Problems. Ihre Lösung kenne ich. Ihre Leute werden in Monster verwandelt. Oh nein. Sie werden verbessert. Oh, verbessert. Das unterscheidet uns, Shepard. Wo Sie Vernichtung sehen, sehe ich Kontrolle. Die Macht der Reaper beherrschen und lenken. Stellen Sie sich vor, wie stark die Menschheit dann wäre, wenn wir sie kontrollieren. Sie vergeuden Zeit? Sie sind wahnsinnig, nur über meine Leiche. Sie vergeuden Zeit. Die Erde wird belagert und Sie schmieden Pläne zur Kontrolle der Reaper? Sie waren schon immer kurzsichtig. Schnell, werf heilige Erde auf ihn, Byrne. Die Zerstörung der Kollektorenbasis beweist das. Diese Basis war eine Perversion. Hunderttausende Menschen wurden dort getötet. Nein, das ist nicht länger Ihr Kampf, Shepard. Auch mit den proteanischen Daten besiegen Sie die Reaper nicht. Klingt kein erschmännlich. Denn helfen Sie mir, schreiben Sie mich nicht ab. Was? Na gut, dass ich meine. Ich mache mal meine blauen Punkte, dann habe ich doch genau. Geben Sie mir die Kontrolle über Ihre Ressourcen. Ich halte Sie auf. Sie hätten das Zeug dazu. Aber die Chancen stehen gegen Sie. Doll. Und was wichtiger ist, der hat immer noch gleich einen Synchronsprecher. Ich will gar nicht, dass die Reaper vernichtet werden. Wir können sie beherrschen. Ihre Macht und ihre Essenz nutzen, um die Menschheit zum Gipfel der Evolution zu bringen. Wahnsinn! Genau. Sie übersehen die Gefahr. Die Menschheit braucht nicht, was sie anzubieten haben. Ich erwarte nicht, dass Sie es verstehen, Shepard. Und ich bitte sicher nicht um Ihr Einverständnis. Sie waren ein Werkzeug mit einem einzigen Zweck. Und dabei waren Sie trotz unserer Differenzen relativ erfolgreich. Aber wie bei den anderen Relikten hier, ist Ihre Zeit vorbei. Genug geredet. Liara. Was ist das für eine komische Person? Mischen Sie sich nicht in meine Pläne, Shepard. Das ist meine letzte Warnung. Irgendwann stirbt der Unbekannte an Lungenkrebs. Shepard. Oder mangelnden sozialen Kontakt. Was? Die Alles Daten weg. Sind nicht hier. Schade. Das überrascht mich jetzt kein bisschen. Sie werden gelöscht. Leben Sie wohl, Shepard. Verdammt! Wie macht er das? Jemand lädt die Informationen lokal hoch. Oh. Dum, 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 dum. Hey! Weg da von der Konsole! Schießen, nicht reden! Sofort!
Sie hat die Daten. Sie ist schneller. Dr. Eva einfangen. Ja, dann setzen wir nochmal eine Singularität da rein und das da. Entfernung zum Ziel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Wie, die fliegt ja einfach durch die Decke. Was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn, bitteschön? Was? Wie lächerlich ist das denn? Hä? Wie, die fliegt einfach... Ach so. So, da war noch. Das wäre jetzt echt der Hammer gewesen, wenn die einfach durch die Decke geflogen wäre. Ich glaube, diese Mission kann auch scheitern, habe ich das Gefühl. Alter, wie schnell die halt rennt, ne? Die nicht alles kann. Na, da bringen meine Singularitäten eigentlich auch gar nichts. Oh, es fliegt nah. Das sah aus wie ein Tech-Dingens. Da unten. James, hören Sie mich? Ah, gut. Cerberus hat die Daten. Funkspruch an die Normen. Lächerlich. Erinnert sich noch jemand, als ich mein Sturmgewehr weggepackt habe? Das war eine scheiß Idee. Immer bin ich nicht dran, also näher geht's. Hallo? Ich kann. Also näher dran kann ich wirklich nicht sein. Mal ohne Witz. Ich war auf 3 Meter dran. Ne? Und dann wurde ich künstlich zurückgehalten. Das Ding hatte bis eben noch kein Schütze und jetzt einmal nicht mehr oder was? Ob das so schlau war. Man scheint das Ding noch halbwegs flugfähig zu sein. Das ist ja schon mal viel wert. Die Normandy ist unterwegs. Wird bald hier sein. Aha. Ja, aber das ist jetzt hier mit Olle Dr. Eva los geworden. Ja. Alter. Sieht ganz schön mächtig aus. Ah. Ashley schluckt wohl. Vermute ich mal ganz stark. Befehle? Erledigen. Gut, damit. Ach, jetzt habe ich wieder den anderen Idioten dabei. Nee, gar nicht. Sie ist noch da unten, aber sie ist eigentlich quasi jetzt schon tot. Die stirbt ja halt einfach. Ash ist C, die stirbt nicht. Naja. Greifen Sie sich das Ding. Mitnehmen. Shepard, wir haben Reaper-Signaturen im Orbit. Oh. Von jetzt hat er aber kein Schild mehr gehabt. Implantate, Dina, die hatte doch alle Dingens. Oh, Saren hatte doch schon lustige Implantate drin. Von der Saren. Hm. Ich mag ja diesen erzählerischen Kniff nicht, Personen sterben zu lassen. Andererseits ist es natürlich voll notwendig für die... Oh, der den Krieg bringt. Man kann dieses dumme Errungenschaftszeug nicht ausschalten. Es geht einfach nicht. Es ärgert mich, dass ich es nicht kann. Der Unbekannte ist doch indoktriniert, oder? Vermute ich mal auch ganz stark.
Oder der ist einfach so. Das kann natürlich auch sein. Da können wir das Vieh bitte erstmal vorher töten? Ja, das sieht jetzt auch wieder anders aus als vorher. Ah nee, das war sie. Ashley braucht medizinische Pflege. Wir müssen das Zollsystem verlassen. Ich weiß. Die Citadel ist unsere beste Option. Dort finden wir Hilfe. Auf zur Citadel, Joker. Ja, auf. Durchhalten, Ash. Ach ja. Sehen Sie nach, was Sie und Edie von diesem Ding erfahren. Diesem Ding. Ich empfange über Sekundär-QVK ein Signal von der Erde. Ich glaube, es ist Admiral Hackett. Dass Edie auf einmal so anders klingt, ist einfach Stellen Sie lächerlich. Durch. Im Kommunikationsraum, Commander. Lächerlich. Ah. Shepard, hören Sie mich? Commander. Edie, kriegen Sie das klarer? Ich tue mein Bestes. Ich habe eine künstliche Intelligenz, die sollte das doch hinkriegen. War Sie in den Archiven? Ja, ja. Ja, war ich. Und der Unbekannte auch. Ich hatte Cerberus-Aktivität befürchtet. Haben Sie die Daten? Einen Großteil. Einiges hatte er bereits runtergeladen. Edie und Liara analysieren jetzt, was wir haben. Was haben Sie erfahren? War es die Mühe wert? Anscheinend handelt es sich um den Bauplan für ein proteanisches Gerät. Die Sprecherin. Gerät? Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Der Superteilchenbeschleuniger. Den haben wir schon mal gesehen. Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Lieutenant Commander Williams wurde schwer verletzt. Wir bringen sie zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard. Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Reden Sie mit dem Rat. Zeigen Sie ihnen Ihren Fund. Mit etwas Glück bekommen Sie die nötige Hilfe. Und wenn nicht? Tun Sie alles, um sie an Bord zu holen. Klasse. Ich melde mich. Hackett Ende. Ach ja. Stille. Commander. Edie extrahiert Daten aus der Cerberus-Maschine. Bis wir die Citadel erreichen, liegen uns Details vor, die wir dem Rat präsentieren können. Und Lieutenant Commander Williams? Ich habe alles für sie getan. Sie braucht rasch eine gute medizinische Versorgung. Immerhin lebt sie noch. Sag mal, haben wir eigentlich nicht mehr Personal auf dem Schiff? Der Admiral hat recht. Es wird schlimmer, oder? Ja, außer wir halten die Reaper auf. Und wir brauchen eine Crew. Die müssen wir erstmal anwerben, irgendwo. Oder zumindest die Alte wieder mitnehmen. Den Daten nach könnte diese Waffe die Antwort sein, falls wir sie bauen können. Vor allen Dingen, wann würden wir die bauen? So eine Waffe? Das dauert doch. Aber ich spüre, dass sie nicht daran glauben. Ja, ich laufe nur... Es ist schwer zu glauben. Total schwer. Sie haben nicht gesehen, was sie mit der Erde gemacht haben. Wie soll eine Waffe sie aufhalten? Welche Optionen haben wir? Sie wissen, dass wir konventionell nicht gewinnen können. Commander? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Hab ich das nicht... Ich sehe mal nach Ashley und James. Das ist wir gar müssen bereit sein, unser Ende dem Rat zu präsentieren. Das sind ja Stimmungsschwankungen hier. Einsehen, dass er helfen muss. Ja, bestimmt sieht er das Wenn ein. Nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Naja, es wird weniger ein Krieg, sondern eher ein ungeordneter Rückzug bis zum bitteren Ende. Du hast doch eh die jetzt schon allein 50% der Krieg. Affenklappe? Muss man Affenklappe denn kennen? Affenklappe Viewer Games. Spielt Legend in der Affenklappe Community. Oh, Affenklappe ist ein wenig größer. Das Leute bei mir mal vorbeischauen. Das Computerbild gefällt mir. Planet Key Partner. Ah. Einer von Freakies Leuten. Interessant. Gott, so ein riesen Profil, das ist ja unglaublich. Was haben wir hier? Ein i7. 8 GB RAM? Ja, sicherlich. Immerhin haben sie ja die Grafik ein bisschen aufgebohrt seit Mass Effect 1. Das kann man ja immerhin den nicht ganz aussprechen. Die Affenklappe ist auf YouTube wie groß? Naja, nicht so viel größer. Interessant. Ich habe kaum einen Puls. Abtransport. Ich sehe die schon sterben. Huerta Krankenhaus. Das Beste auf der Citadel. Kommen wir nicht mit? Das Beste auf der Citadel. Die sind so riesengroß. Stimmt. Der sieht immer noch aus wie auf Anabo. Also ich traue den Typen irgendwie nicht. Der ist mir unsympathisch. Genau, als will da jemand zu ihm. Vor allem kommt mir die Stimme bekannt vor.
Ich hörte von ihrer Ankunft. Ach, Captain Bailey, die alte... Captain Bailey, schön, Sie wiederzusehen. Der alte Auding. Aber es ist jetzt Commander. Wie ist der denn... Was? Wie wurde der denn befördert? Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren. Nichts für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen? Scheinbar. Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla, bla, bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen, um dort den aktuellen Stand zu erfragen. Gute Idee, dann machen wir das doch glatt mal. Das ist eine gute Idee, genau. Das mache ich vielleicht. Was heißt hier vielleicht? Wir machen das auf jeden Fall. Ich gehe schon mal vor zu Odinas Büro. Einer meiner Männer führt Sie hin. Monsieur Anabol. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche keinen Ärger zu machen. Ach, da gibt's eine Vergangenheit. Muss ich noch wissen. Wir haben ein Problem in den Botschaftsquartieren und können Ihre Hilfe brauchen. Ich komme sofort. Lauf, lauf. Das gehört auch zum Job. Tschüss. Wir sehen uns dann, Shepard. Also laufe ich alleine rum. Sicher. Ohne Gruppe. Ja, ich ahne schon, also... Ich möchte nochmal betonen, ich spiele Mass Effect 3 komplett blind. Ich habe keine Ahnung, wie das hier abläuft, aber ich ahne, dass ich nicht so viel durch die Gegend fliegen habe, wie ich es im zweiten Teil noch hatte, wo man ja doch ein bisschen noch rumfliegen konnte. Ich denke mal, das wird hier eher ein bisschen linearer ablaufen, weil... Was? 10.000 Credits? Allianzfinanzierung? Nicht mehr... Oh, ach, die Viecher. Nee, weg. 25.000 Allianzfinanzierung. Wie viel Kohle kriege ich denn hier noch? Ja, ich möchte mit Dings hier mit Avina nicht reden. Das habe ich schon im ersten Teil ausgiebig getan, im zweiten Teil nur ein bisschen und im dritten Teil hat es wahrscheinlich auch nichts Neues zu sagen. So, warte mal, jetzt muss ich mal hier gucken hier. Logbuch. Priorität, die Zitadelle. Priorität Mars. Bla, haben wir schon. Codex Sekundär. Ach, jetzt ist das hier alles in einem Ding drinnen. Das ist interessant. Ja, ich lasse das hier mal im Let's Read von so scheiße zu machen. Das guckt sich eh keiner an. Gruppe. Wen haben wir hier überhaupt noch? Nur Shepard. Ich habe 3 Punkte. Mit denen kann ich was machen? Nichts. Ziehen brauche ich aber auch nicht leveln. Das reicht wohl, wenn ich das auf Level 1 habe. So oft braucht man das nur auch nicht. Klassenranaten. So überzeugt bin ich von den Dingern übrigens nicht. Weil da ich das hier so eine kurze Reife da haben, ist die nicht so doll. Diana Ellers? Ach, das ist doch die Reporterin. Nee. Commander, Sie habe ich gesucht. Diana Ellers, Allianz News Netzwerk. Wir könnten einander helfen. Ich nehme an, Sie wollen ein Interview. Noch besser. Nee. Ich bin Militärreporterin für die Show Battlespace. Wir werden auf fast allen Ratsplaneten gesehen. Ja, schade. Tschüss. Meine Produzenten wollen, dass ich auf ein Menschenschiff gehe und ich will auf die Normandy. Fällt aus. Warum sollte ich das wollen? Kriege können im Schneideraum gewonnen oder verloren werden. Und dieser Krieg muss gewonnen werden. Nein. Ich habe eine Sicherheitsfreigabe der Allianz und arbeite ohne Team. Sie bekommen ein Vetorecht gegen meine Berichte. Fällt Kommen aus. Kommen Sie damit zurecht oder muss ich weitersuchen? Keine Chance. Sie sind Reporterin. Ich kommandiere ein Tarnschiff. Das passt nicht zusammen. Dann müssen Sie sich eben selbst um Unterstützung kümmern. Ja, mache ich. Aber nicht, dass die News-Reporter drauf lassen. Das habe ich einmal gemacht. Nee. Die schneiden mir sonst was zusammen. Das lassen wir mal schön bleiben, Freunde. Das mache ich nicht mehr. So, ich soll hier Zeitschriften mitbringen? Was ist das genau? Nehmen Sie nicht an Bord, als ob. Nimm sie mit. Das bringt dir wichtige Unterstützung für den Krieg. Außerdem musst du ja nicht mit ihr reden. Nein. Schon zu spät. Wir einen sagen, nimm sie mit, die anderen, nimm sie nicht mit. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr auf meine Zuschauer eingehen und nicht einfach mein Ding durchziehen. Das kann ich auch noch machen, wenn ich das hier offline aufnehme, aber egal. Das Outfit gefällt mir übrigens nicht. Ich meine, die Farbe gefällt mir ja prinzipiell ganz gut, aber das mit diesen hochgekrempelt, ich weiß ja nicht, wie... Ach, hier. Ach so, hier geht's wahrscheinlich rein, ne? Also ich möchte ja... Ich muss mal ein bisschen... Warte, habe ich nicht irgendwo eine Karte? Karte. So, wo sind wir denn hier? Normandy, die Luftschleuse ist da. So, Sicherheitskontrollpunkt ist ja da. Da müssen wir sowieso durch. Dann die 2 ist die Passagier-Lounge. Die 3 ist das Aussichtsdeck. Auf das Aussichtsdeck kommen wir sowieso nicht drauf. Das ist die Luftschleuse. Also wir müssen quasi da vorne durch sein. Ich kann hier noch was kaufen, aber... die Interviews sind nicht schlimm, bringen aber Kriegsaktivpunkten. Die weibliche Shepard läuft aber tuntig. Ja, die läuft halt so ein bisschen... Also sie läuft halt so halb, ne? Sie geht halt nicht schnell. Sie macht halt so eine Halbschritte. Das sieht halt irgendwie ein bisschen doof aus. Das. Aber man sieht man jetzt... Also die Zitadelle ist offener als im zweiten Teil oder im ersten Teil. Man sieht... Na gut, im ersten Teil war sie richtig offener. War man ja frei draußen auf diesen Bahnen.
wop, wop. Ja, die rennt so halb. Das ist störend. Also entweder man geht schnell oder man rennt richtig mit Speed. Huerta Krankenhaus. Und was ist im dritten und ersten Stock? Da will ich auch hin. Egal. Einen Moment bitte. Ah, das Ende richtet sich stark danach, wie viel Unterstützung man für den Krieg sammelt. Je mehr, desto besser ist. Dann hast du blöd geantwortet. Doch, naja. Unterstützung für den Krieg. Ja, das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Das kriegen wir noch irgendwie gebacken. Und wenn wir nicht, dann geht halt die komplette Galaxie unter und alle sterben. Dann ist das halt so. Was kann man hier noch machen? Oder? Ich kann hier noch Syrta-Vorräte benutzen. Mielige Blumen? Blumen! Ach, Geld habe ich eigentlich genug. Süßigkeitenauswahl. Danke für Ihren Besuch bei Syrta. Die Liebe für hin. Womit können wir Ihnen helfen? Alter, das kostet 1000 Credits. Das Buch in der Mannigfaltigkeit. Gefried von Alfred. Ach komm, ich kaufe einfach alles. Syrta ist eine gemeinnützige Organisation, die sich den medizinischen Bedürfnissen aller intelligenten Spezies verschrieben hat. Jo, ich kaufe einfach alles. Wenn das so ähnlich läuft wie Mass Effect 2, ist Geld garantiert das Letzte, was mir ausgehen wird. Am Ende hatte ich ja auch 330.000 und hab da was? Besuchen Sie einen Einzelkämpfer und dir ein Geschäft. Ja, super. Und die Liebe für hin. Objekt gekauft. So, jetzt. Alter, beruhigt euch. Mit dem Office zu scannen, da kriegt man ja Epilepsie von. Mann.